Ja, hallo, mein Name ist Christian Schmeier, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Erstmal ein frohes Neues an alle, ne? Hoffe, ihr seid einigermaßen reingekommen. Lebt alle noch. Nicht so viel geböllert. Und freut euch vielleicht sogar auf das neue Jahr. Ja, wir fangen mal an mit einem Wunschvideo, wo es darum geht, gibt es einen schnelleren Weg, dieses Grenzen setzen lernen? Eine Nachricht von Dustaniola und sie schreibt: Hallo Christian, ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit. Und gleichzeitig bin ich begeistert von der Arbeit, die ich an mir geleistet habe, denn alles, was ich intuitiv oder durch Literatur und Austausch in mir erarbeitet habe, finde ich von dir bestätigt. Das trifft sich ja gut. Ich war immer ein stiller Mensch, weil mir in der Kindheit beigebracht wurde, dass es nicht wichtig ist, was ich zu sagen habe. Und ich habe ein Helfersyndrom, weil ich viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen musste. Scheidung meiner Eltern, als ich 12 war. Dazu habe ich gelernt, dass ich emotionalen Schmerz einfach auszuhalten habe und mir da selber helfen musste. Mit Aufmerksamkeit und Hilfe war nie zu rechnen. Meine Mutter war mit ihrem eigenen Schmerz beschäftigt und las schon immer viele Ratgeberbücher und brauchte viel Zeit für sich. Ja, da hast du sicherlich ein Thema mit Vernachlässigung offensichtlich, ne? Ich habe auch schon als Jugendlicher angefangen, viel an mir rumzutherapieren. Selbstwertemanipulation war da meist meine Themen. Mein Vater hat zwar die Familie und den Haushalt grob am Laufen gehalten, hat aber nie genug Empathie, um individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja, ist halt wie so oft, ne? Vater nicht empathisch in diesem Fall, Mutter, ja, emotional mit sich beschäftigt, so, ne? Keiner richtig für dich da, ne? So ist das dann. Dazu war ich sehr viel bei meinen Großeltern, wenn meine Eltern mit sich beschäftigt waren. Ja, boah, früher war das ja alles noch viel krasser, ne? Da hatte ja echt keine Schwierigkeiten, auch ein Kind mal so abzuschieben. Ich hatte kein Verständnis für meinen Selbstwert. Und bin mit Anfang 20 in eine 10 Jahre dauernde Beziehung gegangen. Dieser Mann hat mir die vermeintliche Stabilität, Geld, Haus, Auto, Familienleben gegeben, die ich zu der Zeit brauchte. Ich habe das voll ausgekostet und auch immer wieder zurückgegeben. Seine Eltern betreut, Haushalt geführt. Trotzdem hatte ich von Zeit zu Zeit den Minuspol inne und habe ihn gezwungen, meine emotionalen Löcher zu stopfen. Ja, dafür ist eine Beziehung gar nicht da, ne? Das musst du selber machen, ne? Das ist dann diese Arbeit an der Selbstliebe. Aber solange man es nicht weiß, weiß man es halt nicht besser. Aber die Arbeit ist halt nicht mehr zu benutzen und nicht mehr benutzt zu werden. Ne? Ja. Diese Beziehung gipfelte in einer von mir forcierten Hochzeit, die er ein paar Monate später nicht mehr wollte. Ja, das ist echt blöd gelaufen. Ne? Aber meine Videos beschreibst sie und das auch, wie du das schilderst, ich denke, ich ist ja auch klar, dass ihr ja beide einen Anteil hattet dann, ne? Rückblickend verständlich, denn ich hatte ihn ja dahin manipuliert und er konnte sich auch noch nie gut gegen mich wehren. Gut, also da warst du jetzt offensichtlich, das ist ja immer so schön, ne, dass man auf beide Seiten zu kriegt, jetzt, da warst du jetzt im Minus und du hast jetzt einen Partner gehabt, der nicht gut für sich einstehen konnte, ne? Das war ein traumatisches Erlebnis für mich und ich brauchte viel Herumtherapiererei, bis ich wieder einigermaßen funktionierte. Mein Selbstwertproblem hatte ich allerdings nicht gelöst. Ich suchte mir dann immer wieder Männer, die nicht verfügbar waren. Ja, dann warst du dann im Pluspol wohl. Das triggerte mein Selbstmitleid so schön und das Verlangen, immer weiter in mir nach Fehlern zu suchen und außen nach Therapien zu suchen. Ja, auch dieses Übertherapieren und alles ist manchmal auch so ein Auswuchs von, ja, ich bin nicht gut genug, so, ne? Ich war schon süchtig nach Drama, ja, gut, dass du das siehst, der krassen Reibung und dem Leiden danach. Dann 2 Jahre später schickte mir das Universum einen pluspoligen Mann, den ich erst ziemlich gut fand, mir dann aber doch irgendwie die Reibung fehlte und ich schlug in einen extremen Minuspol um. Ich habe ihn wirklich schlecht behandelt und mir war regelrecht übel davon, sodass ich den Kontakt irgendwann ohne Erklärung abbrach. Oh, Ghosting auch noch. Mensch, das ist hart. Das finde ich echt hart. Also,
Aber gut. Irgendwo warst du dann halt der Negativcoach für ihn, ja. Daraufhin folgte wieder eine Zeit der Selbstfindung, bis ich mir meinen Ex-Freund aussuchte. Da hat das Universum so richtig hingelangt und alles an Drama, Leid, was man sich nur vorstellen kann, flog mir um die Ohren. Du musst wirklich von diesen Dramapartnern weg, ne? Also, das geht nicht. Wir waren beide schockverliebt und alles war anfangs wie in Hollywood. Wir experimentierten dann mit SM, was ständig mein Minus- oder Pluspol antriggerte. Hatten Krümelphasen, also es ist jetzt gar nicht so das Problem, dass mein Plus oder Minus angetriggert ist, sondern dieses, dass du diese Drama, also dass du Beziehungen suchst, die deinen Schmerzkörper füttern, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Ne? Auch dieses Experimentieren mit SM, ja, das würde ich doch sehr in Maßen halten, sage ich mal. Also wenn das wirklich in Schmerzen übergeht. Also triggert das deinen Schmerzkörper an und überhaupt, ja, wie du schon sagtest, diese Dramasucht, die muss, weil damit lenkst du von so einer inneren Leere ab oder was auch immer da überdeckt werden muss, ne? Hat einen kompletten Rückzug seinerseits, während ich permanent an ihm herumzerrte und ihn therapieren wollte. Ja, das ist, was ich mal sage, wenn man einen Partner verändern muss, ist schon der Wurm drin, ne? Also egal warum, das spielt keine Rolle. Irgendwann kein Sex mehr, Eifersucht, Kontrollwahn, Streit, Versöhnung. Ach Gott, ist das volle Programm, ja. Ja, das sind, weiß ich nicht, liebessüchtige Beziehungen, was soll man dazu sagen? Ne? Wer jetzt welche Rolle hier hat, ist auch wurscht. Ist halt schön Drama und schön, dann spürst du dich vielleicht und er spürt sich, aber es ist nicht, was man will. Das ist wieder hier Pizza Pommes, ne? Den ganzen Tag Pizza Pommes und noch mehr Salz drauf und noch mehr Pfeffer. Noch mehr Chili und vielleicht spüre ich dann was, aber das ist nicht der Weg, ne? Alles wie aus dem Lehrbuch über höchst toxische Beziehungen. Irgendwann hat er den Absprung geschafft. Ich war total traumatisiert, eigentlich reif für die Geschlossene. Hab 3 Wochen im T-Shirt geduscht, weil ich mich so geekelt habe vor mir und dass ich mich so verbogen habe wie ein Brezel. Also dann warst du wohl im Plus dann jetzt, ne? Muss jetzt alles durch mal einmal. Gut, dann ja, viel Gewicht verloren, hast dich noch ein bisschen gequält mit einer Diät. Habe überall Hilfe gesucht, bei meiner Mutter mit ihren Ratgeberbüchern, meinen Freunden, meiner Schwester. Und ich kann sagen, das war die traumatischste und heilsamste Erfahrung in meinem Leben. Ja, immerhin gut, dass du das so sehen kannst, ne? Das freut mich. Erst habe ich mich selbst zerstört, um dann meinen Selbstwert erkennen zu können und mich aufzubauen. Ich danke dem Universum heute jeden Tag dafür. Jetzt 3 Jahre später habe ich mich beruflich weiterentwickelt, habe mich selbstständig gemacht, bin in eine andere Stadt gezogen, habe einen ausgesuchten Freundeskreis, ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester und habe meine Eltern verziehen. Ich gehe durch die Straße und fühle, dass ich in meiner Mitte bin. Es gibt weiterhin Themen, die ich bearbeiten möchte, aber nichts hetzt mich jetzt und alles ist gut so, wie es ist. Ich habe mich also aus einem Gefühl der Fülle wieder auf den Datingmarkt verfügbar gemacht. Und auf einem Online-Portal einen Mann gefunden, der mir sympathisch erscheint, den ich aber nicht schockverliebt bin. Attraktivität ist okay, Intellekt scheint zu passen. Ich bin jetzt ziemlich vorsichtig und habe auch schon bemerkt, dass er durchaus gewisse alte Verhaltensmuster anträgern kann, wenn ich mich nicht klar abgrenze. Ja, das bleibt nicht aus, ne? Aber wie gesagt, es geht um Fortschritt, nicht um Perfektion, ne? Also das, ja. Das ist mir während der ersten paar Nachrichten von ihm sehr gut gelungen, allerdings hat er verbal einen großen Vorteil mir gegenüber. Ich brauche manchmal 1 bis 2 Tage, bis ich den Trigger von ihm klar erkenne und zurückweisen kann. Auf unseren ersten 2 Dates kam er mir mit 3 Suggestivfragen, von denen ich mich total habe manipulieren lassen. Ich weiß, das ist nicht cool von ihm, aber er arbeitet auch im Bereich Kommunikation. Ich bin aber bereit, vorerst für den Angeklagten zu sein und keinen Vorsatz oder Toxizität zu unterstellen. Ja, also ist für mich jetzt schwer einschätzbar. Also ich weiß jetzt nicht, was du mit Suggestivfragen meinst. Aber muss wirklich gucken, wenn er dich zu sehr antriggert. Ist vielleicht nicht der Richtige. Also es geht darum, jetzt in der Phase, wo du bist, geht es darum, nicht mehr so viel Zeit zu verlieren mit Partnern, die nicht passen. Ne? Also ich kann das jetzt nicht rauslesen, ob es passt oder nicht. Aber wenn er dich ständig triggert, also ja, natürlich, es ist dein Trigger, aber wie gesagt, muss immer gucken, ob die Portion verdaubar ist für dich, sage ich mal. Ne? So, ich konnte jetzt noch nicht persönlich mit ihm drüber reden, da wir noch kein drittes Date hatten.
Ist schon so ein bisschen viel für zwei Dates, ist schon ganz schön. Ja, also ist nicht unbedingt Ziel, dass man schon nach zwei Dates angetriggert ist, auf jeden Fall. Für mich ist das gerade wie ein Lernfeld. Ich gucke mal, was mit mir so passiert und wo ich nochmal ansetzen muss. Meine dringendste Frage ist im Moment, ob das okay ist in der Kommunikation, dass ich manchmal so lang brauche, um durchzublicken und dann hinterher zum Beispiel die Suggestivfragen noch einmal anders, aber diesmal richtig beantworten möchte. Ja, das ist ja die Hauptfrage, die du dir hast. Da kann ich ganz klar sagen, ja, ist normal. Also wenn man Grenzen setzen lernt, dann ist das zu viel verlangt, dass man das in dem Moment, wo die überschritten werden, sofort 1a sagen kann und auch noch irgendwie gewaltfreie Kommunikation und dies und das und bei sich bleiben und das ist zu viel. Also es ist, manchmal kriegt man es vielleicht hin, aber wenn du das einen Tag oder 2 Tage später ansprichst, ist das total okay. Da, ja, ne, da ist überhaupt nichts, das ist völlig normal, ja. Das kann ja durchaus so wirken, als würde ich jetzt lieber etwas sagen, das ihm besser gefällt. Ja, ist doch egal. Also das ist wieder, wenn du jetzt datest, und das gilt für alle, die so mit so einem co-abhängigen Thema daten, ihr müsst wegkommen davon, jemand immer gefallen zu wollen und so, ne? Ja, ist doch wurscht, wie er das findet. Du sagst, ja, es hat mich angetriggert, ich habe 2 Tage gebraucht, das ist jetzt meine Antwort. Was er davon denkt, ja, so what. Warum sollte man was Schlechtes davon denken, ne? Ich möchte jetzt aber auch nicht ewig erklären und jetzt allen vergangenen Schmerz vor ihm ausbreiten. Nee, ihr wollt nicht gleich Paartherapie machen nach 2 Dates, ne? Für mich stellt das gerade ein großes Problem dar. Erst lasse ich ihn ungehindert meine Grenzen überschreiten und dann komme ich nach Tagen und revidiere. Ja, also erstmal musst du ja auch überlegen, ist das jetzt der Richtige, wenn er deine Grenzen schon nach 2 Dates überschreitet, ne? Das ist jetzt mal die erste Frage, aber das musst du wissen. Und wenn du das nach 2 Tagen revidierst, ja, so what? Du bist ein Mensch. Also du bist kein Roboter. Du kannst es nicht in. Du bist, was weiß ich, ein menschlicher Schachspieler, der nachdenken muss und kein Roboter, der nach 2 Sekunden die Lösung weiß. Ja, so what? Ja. Und was du wieder hier transportierst, ist ein bisschen dieses nicht gut genug sein, ne? Also. Darf ich unperfekt sein? Ja, du darfst unperfekt sein. Er ist ja auch nicht offensichtlich auch nicht perfekt. Warum muss er dir sonst solche komischen Fragen stellen? Ne? Also, und kannst ihm vielleicht auch mal sagen, dass er vielleicht seinen Job so ein bisschen draußen halten soll. Und das irgendwie, ich meine, wenn man als irgendwie im Bereich Kommunikation arbeitet, dann ist es natürlich schwierig, aber trotzdem, das kann man ja auch noch mal kurz thematisieren. Gibt es einen schnellen Weg zu erlernen, wie ich früher reagieren kann auf Grenzübertritte oder Manipulationen? Nee, es geht nicht schneller. Es kommt mit der Zeit, dass es schneller geht. Oder braucht es einfach Zeit und Übung? Ja. Aber wie gesagt, nochmal. Also ich benutze jetzt mal deine Worte hier. Warum willst du unbedingt jemanden daten, der grenzüberschreitend manipulativ ist? Also es muss ja nicht sein. Es gibt 4 Milliarden Männer, kann ich immer wieder sagen. Ist nicht notwendig. Ne? Kannst auch weiter gucken. Du musst jetzt nicht den ersten daten, der dir über den Weg läuft. Gut, vielen Dank und komm gut ins neue Jahr. Genau, das wünsche ich euch natürlich auch allen. So, ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.